Die Keaton School of the Arts ist keine Schule wie jede andere. Hier können die Schüler alles lernen. Von Singen und Tanzen bis hin zu Malen und DJing. Wir stellen euch diese Schüler jetzt vor. Backstage, wer ist wer? Bereit? Ja, sowas von bereit. Vanessa und Carly. Ich bin Carly, man nennt mich aber C. Und das ist Vanessa. Und dich nennt man wohl wie? Ja, genau so ist es. Beste Freundin mit einem gemeinsamen Traum, professionelle Tänzerin zu werden. Und drehen, und drehen, und drehen, und drehen. Sie unterstützen sich gegenseitig. Ohne deinen Rat, mich zu bewerben, wäre ich nicht hier. In guten und schlechten Zeiten. Miles. Ein geheimnisvoller Musiker. Sein Talent und sein mysteriöses Verhalten machen ihn zu einem Mädchenschwarm an der Keaton. So süß. Doch er hat ein großes Geheimnis, das niemand kennt. Wo warst du? Du hast unsere ganze Probe verpasst. Was verpasse ich? Wieso ist er denn noch hier? Meine Situation ist sehr kompliziert. Jax. Musiker und DJ. Manchmal sehr von sich überzeugt. Jax führt uns an die Spitze. Aber ein sehr netter Kerl. Danke, danke. Jax und Miles werden schnell zu guten Freunden, trotz ihrer Unterschiede. Aaliyah, eine schüchterne Sängerin. Was mache ich hier nur? Aaliyah hat am Anfang große Schwierigkeiten in der Schule. Ist sie gerade vor Angst eingefroren? Selbstbewusstsein, Aaliyah. Selbstbewusstsein. Doch langsam findet sie ihre innere Stärke. Kann ich's nochmal versuchen? You show me now. Gleich von Anfang an hat Aaliyah Gefühle für Miles. Ich hab dich zum Lächeln gebracht. Ob er das Gleiche fühlt? Er ist super süß und wirklich nett. Ich hab ein Problem. Bianca. Ein bereits bekannter Fernsehstar. Ist das nicht die aus dieser Serie? Die mit dem Roboter? Bianca denkt, dass sie viel besser ist als ihre Mitschüler. Ich bin nicht hier, weil ich es irgendwie nötig hätte. Denn meine Karriere läuft längst. Ich gehe auf Castings, seit ich 3 bin. Sie merkt aber bald, dass sie genauso hart wie alle anderen arbeiten muss. So schwer kann das nicht sein. Scarlett. Eine begabte Sängerin mit einer schönen Stimme. I've been walking these halls for too long. Scarlett kann auch manchmal ein bisschen anstrengend sein. Ich kann nichts dafür, dass ich eine große Stimme habe. Drama Queen. Besonders für ihre Schwester, Kit. Kit ist eine coole und talentierte DJ. Mann, sie ist echt gut. Die genau weiß, was sie will und was sie alles kann. Du bist gut. Du bist wirklich, wirklich gut. Ja, ich weiß. Außerdem gibt es Sascha, den Tänzer und Blogger, Denzel, den kreativen Modedesigner, Julie, die vielseitige Künstlerin. Du kriegst definitiv einen Preis dafür. Und viele mehr. Jeder ist bereit, alles zu geben, um seine Träume zu verwirklichen. Doch wer wird es wirklich schaffen? Wenn du andere dein Schicksal steuern lässt, hast du nichts im Showbusiness zu suchen. Zeig's ihr. Das erfahrt ihr bei Backstage, der neuen Serie, ab 19. Dezember, immer Montag bis Freitag, 19:20 Uhr im Disney Channel.